musst einfach ein bisschen was bauen. Dann passt das schon. Ja, aber was soll ich denn bauen ohne Holz? Du musst dich ein bisschen weiter raustrauen. Nein! Erst wenn ich meinen Raptorsattel habe. Dann musst du für den Raptorsattel, das sind jetzt Triceratops, brauchen wir 20 Holz. Ja, siehst du? Hast du so viel? Nein. Solltest du Holz organisieren? Ich meine, da ist ein Baum, ich gehe da jetzt einfach hin und das ist gut. Ich habe 17. Immerhin, ich habe 17 Holz noch. Ich meine, du kannst doch die Höhen sehen, also. So dramatisch ist das jetzt nicht. Habe ich überhaupt noch? Ja, habe ich noch. Warum laufe ich überhaupt die ganze Zeit? Keine Ahnung. Ich muss meinen Shit wieder anmachen, so. Zero Alt möchte töten, kann er es aber nicht. Ahaha. Ach ja. Das Gemeine ist, dass Zero ja jünger ist als ich. Nicht viel, aber immerhin. Wir brauchen einfach eine Armbrust. Mit der Armbrust ist einfach alles leichter. Das habe ich mir auch schon so gedacht. Aber bald. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Baum? Ich versuche zumindest mal die Raptoren loszuwerden. Ja. Ich versuche nicht aus Versehen in irgendwelche Tiere reinzurennen. Aber ist ein Vogel auf unserem Balkon oder was? Naja, so auf unserem, auf dem Haus, glaube ich. Der nervt ein bisschen, ne? Ja. Tja. Ich sollte vielleicht. Ich will die Balkontür nicht zumachen, das ist warm. Sag mal. Na, geht doch. Aber ich glaube, ich muss die Balkontür zumachen, weil sonst nervt es. Ich treffe den Sack nicht. Oh, Headshot, 165 Schaden. So. Was sagst du dazu, kleiner Pisser-Raptor? Auch wenn du Level 6 bist. Ist mir egal. Ich hab dich fertig gemacht. So, hier war aber irgendwo noch ein zweiter, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, hier, wo ich jetzt gerade bin, ist es ruhig. Wenn ich den zweiten erlegt habe, sage ich dir Bescheid. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Oh. Rechts hoch. Nee, warte. Was ist da unten? Nee, da unten. Ach nee, hehehe. Da rennt der Raptor immer noch umher. Mann, jo. Wo bist du denn? Da wo wir vorhin rübergeschwommen sind. Also, oh. Ja, ich werde mich da auch gleich drum kümmern. Erstmal das eine, dann das andere. Ah, und der jagt gerade ein Para, der eine. Der andere ist da unten, dann ist da noch ein Skorpion. Ach, schön wär's gewesen. Komm doch einfach mal bei der Basis auf die rechte Seite. Komm einfach mit mir mit. Ja, warte. Zum Glück sind hier erstmal nur Gürteltiere. Lass mich durch! Wir suchen jetzt nämlich den zweiten Raptor, bringen ihn um und dann kannst du dich hier an den Bäumen bedienen. Das wäre cool. Ja, solange bis dann die nächsten rumspawnen. Ist das? Ach nee, ist Triceratops, ist okay. Du bist rechts nach rechts gelaufen. Genau. Wenn du die Basis, von der Basis hochkommst, rechts. Ja, ich bin hinten lang gelaufen. Warte, da sollte ich vielleicht erstmal. Ich gehe erstmal wieder runter. Und dann laufe ich an unserer Basis lang statt hier. Dum, da, dum, da, dum, da. Also ich muss sagen, jetzt dieses Mal haben wir irgendwie so gar nichts geschafft, habe ich das Gefühl. Ja, weil wir hier umzingelt sind. Wir können einfach nirgends hin.
Oh, diese Dreckshyäne ist wieder näher gekommen, ne? Soll ich mir was sagen? Ich glaube, das Eis ausgebrüht und der Dodo ist bestimmt schon wieder tot. Da ist ein Nacktmull von oben runtergefallen. Und da kommt noch was. Ich muss Boom. mal kurz nach dem Baby gucken. Und? Hallo? Hallo? Also wenn du dich Hä? nicht beeilst, sind die Revenger gleich hier und dann. Die legen sich mit dem Wie? Nacktmull an. Ich muss zuschlagen. Ich glaube, der Baby-Dodo ist weg. Ja, du hast ihn Okay. nicht gefüttert, er ist wahrscheinlich verreckt. Ja. Bringen die Revenger den Nacktmull tot? Was meinst du? Oh Gott, der Nacktmull ist tot. Ach du Scheiße, die können Nacktmull töten. Mann! Was machst denn Unglaublich. du? Da steht mir einer im Weg. Ich bin nicht lang gekommen. Ist gerade schon wieder irgendwas von oben runtergefallen. So, jetzt bin ich auf jeden Fall oben angekommen. Ich sehe dich. Komm. Ich frage mich, ob ich den Revenger auch mit dem Bola festhalten Siehst du kann, es sodass wir ihn hier? irgendwie zu zweit dann verprügeln oder so. Das Problem ist, Das die agieren wäre halt in der cool. Gruppe und wenn du einen getriggert hast, dann kommt der Dann kommen die andere. anderen auch, ne? Ja, deswegen. Ach. Da ist der Raptor. Ein Hallo, Kleiner. Raptor. So. Was machst denn Au. du? Was war das denn? Ey, Ja, der ist auf dich raufgesprungen. Habe ich doch gesagt, dass der das kann. Greif doch kein Fleischfresser mit deinem Pflanzenfresser an. Aber ich wollte dir Ja, das helfen. steckst du ab. Nein. So, hier ist safe. Oh Mann. Kommt sie da mit ihrem Pflanzenfresser? Ich wollte mit dem Pfeil und Bogen ihm einen Headshot verpassen. Und dann hast du dich da vorgestellt. Ach so. Ach ja. So, hier sehe ich ja nicht mal mehr was. Da hinten ist ein Paar. Hier ist es jetzt recht safe. Grün. Das ist ein grüner Strahl. Ja? Ja. Ja, tatsächlich. Okay, gucken wir mal, ob was hier in der Gegend ist. Vorsicht, rote Pilze. Da. Hyänen, Vorsicht. Müssen einen kleinen Bogen machen. Kleines Gut. Was ist da direkt? Warte, warte, vorne am Hügel ist auch noch irgendwas. Was ist das? Ist jetzt nicht die Schlange, oder? Vorsicht, nicht nähern. Wenn das der Basilisk ist. Da vorne? Ach nee, das ist so ein. War hier nicht gerade irgendwas? Hier? Nö, vorne, aber das ist Ach so, ich habe hier das Metall Dings. hier gesehen, alles gut. Ach so. Das wäre eine Schlange, die sich da hinhockt. Hinhockt zum Kacken. Keine Ahnung, was die hier zu machen. So, gucken wir mal, was in dem grünen Strahl drin ist. Ein Dodo. Level 25, oh Gott. Ein Dodo? Okay. Bist du weiblich oder Den männlich? grünen Strahl können wir erst mit 25 öffnen. Hallo, zeig mir, wer du bist. Da. Wild, weiblicher Dodo. Ich hole die Keule raus. Es tut mir wirklich leid. Nein! Oh, ich klappen. Was hast du gemacht? Ey, Hast du ihn Para. getötet? Der Para, ja. Also halte B gedrückt und mach dann Pfeife passiv. Dann passt das. Ja. Also nur wenn du jetzt irgendwas ziehen willst. Und dann setzt du es wieder zurück auf neutral. Ja, ich vergesse das andauernd. Ich musste es mir auch erstmal angewöhnen. Weil wie gesagt, Guckst du hin? ich hab ja eine Woche lang rumgebaut und habe dann die ganzen Mechaniken trainiert. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich laufe gerade zurück, weil ich durstig bin. Ah, oh, okay.
Naja, so sind wir jetzt wenigstens schon mal die ersten Pisser losgeworden. Ja. Wir haben noch die anderen. Und das sind die Starken. Vielleicht kann ich versuche nämlich nochmal irgendwo rauf zu retten mit einer Handvoll Pfeilen. Werde versuchen, einen zu bowlern und ihn dann auszuschalten. Das ist mein neuer Plan. Regi und Zero und die Kammer des Schreckens. Ja, allerdings. Ich überlege gerade, wo die Hähne da sein sollen. Da, wo das Leuchteding ist, ne? Hm. Rechts davon, wenn es runter geht. Ja, also da, wo auch die Bäume sind. Genau. Da stehen die zu dritt rum. Weißt du, da denkt man so, hey, cool, folgst du Zero, kriegst du Bäume. Und genau in den Bäumen stehen natürlich die Hyänen drinnen. Aber wenn ich sie immer noch nicht sehe, egal. Vielleicht will ich das auch einfach nicht. Schnief. Jetzt lass mich in Ruhe, Digga. Läuft er in mich hinein, weißt du? Und bleibt dann stecken in mir. Und nervt mich. Ja gut, dann plane ich als nächstes einfach ein Floß. Das wird mir zwar ein riesiges Level abgeben. Ein bisschen weiter hinten, dann noch weiter hinten. Und dann können wir mit dem Floß halt wirklich mal irgendwo anders rüberfahren und da Holz sammeln. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ja, der Nacktmull ist wieder bei uns. Aber selbst wenn, auch dafür brauchen wir ja Holz. Ja, ist ja gar kein Problem, dann gehe ich da gleich rüber und hole mir welches. Ich habe das Gefühl, dass diese Spawn-Geschwindigkeit für Bäume zählt, die wir erst nach diesem Update gefällt haben. Das kann gut möglich sein. Mal sehen. Also ich meine, ich habe ja immerhin zumindest jetzt einen Baum gefunden. Wow. Tja, Delphi, ich muss morgen auch wieder arbeiten. Das ist schon blöd. Ach, da hinten ist ein Urwald. War wahrscheinlich so wie überall. Wo man Bäume nicht fällen kann, die Bäume sind. Ja. Total sinnvoll, oder? So, Raptoris. Wir werden jetzt einen nach den anderen ausgeschaltet. Ohne Fadenkreuz treffe ich nicht. Das ist blöd. Kann ich aber verstehen, geht mir auch so. Oh, magst du nicht schwimmen, Kleiner? Oder wird der Schaden nicht mehr angezeigt? Ach nee, das ist eine unsichtbare Mauer, lol. 165 Schaden. Diese scheiß unsichtbare Mauer, ey. Ja, die ist nervig, ne? Ich dreh durch. Ich, oh Gott, ich hab keine Pfeile mehr. Diese scheiß unsichtbare Mauer. Oh, jetzt sind sie schon zu zweit. Cool, ich hab keine Pfeile mehr. Geile Pfeile bauen. Ja, wenn etwas. Auch wenn es nur zwei sind, drei. Okay. Vor allem weiß ich nicht, wo die unsichtbare Mauer losgeht. Ja, habt ihr Hunger? Wollt ihr ein Stück Zero? Natürlich wollen sie ein Stück. Die treffen mich eher als ich die. Wenn ich nur wüsste, wo die unsichtbare Mauer anfängt und wo sie endet.
Okay, probieren wir es nochmal. Halten. Nein. So. Was bist du? Level 9. Oh Gott, sie was? Der eine Raptor läuft gegen die Wand, der andere dreht sich im Wasser im Kreis. Scheiße, jetzt kommt er auch noch zurück. Hallo, fall mal um jetzt. Danke. Dudel erschlagen und danach kacken. Das sind die richtigen. So. Oha, ein Stück Zero kann man super auf den Grill schmeißen. Tja. Oh fuck. Hast du jetzt Angst? Komm her, du Raptor, Sack, du, komm her. Scheiße, er tötet mich. Okay. Wie direkt so unsichtbarer Bauer, wie. Ja, das Spiel hat noch so einige Bugs. Oh Gott, hallo Raptor, ich bin direkt daneben gespawnt. Aber dadurch, dass die Animation eigentlich mitberechnet wird, hatte ich noch ein bisschen Zeit zu reagieren. Ach, da ist der zweite, cool. Achso, das ist natürlich auch praktisch. Ne? Oh Gott. Okay. Ich fühle mich so gemobbt von diesem Spiel. Tja, ich will doch einfach... Die Raptoren wollen wohl eine Grillparty schmeißen. Ganz ruhig bleiben, Zero. Ganz ruhig bleiben. Alles wird gut. Ich brauche Fasern. Was brauche ich noch? Ich brauche Feuerstein. Check. Yay! So will jemand der Dodo sein? Das ist halt ein männlicher, ne? Hast du es endlich geschafft, ein Dodo zu züchten? Ja, nicht zu züchten. Zu zähmen. Das ist schon mal der erste Schritt. Ja, wir haben hier 100 Holz in der Kiste. Was ist denn los? Ja, mal hin. Und du sagst, du kannst nichts machen. Musst du dir einen Bogen bauen, so wie ich, und dann auf Abenteuerreise gehen. Nein, ich hab Angst. Außerdem kann ich mit dem Bogen ja nun mal gar nicht umgehen, ne? Oh ja, ohne Fadenkreuz ist noch schlimmer. Keine Sorge. Das ist so. Und ich weiß nicht, hatten wir beim letzten Mal? Nee, beim letzten Mal hatten wir auch kein Fadenkreuz. Hätte ich das mal gewusst, ne? Ja, aber ich wusste auch nicht, dass wir dann noch Holz in der Truhe haben. Ja, bei den Doros ist 100 Holz. Tja. Für was habe ich das nochmal gebraucht? Irgendwas Wichtiges. Der Raptorsattel. Also, nicht ich, du, dann höchstens. Ja, wenn du dich dann sicherer fühlst mit dem Raptorsattel, kann ich auch dir zuerst einen machen. Naja, zumindest würde ich dann eher nach draußen gehen, weil ich ja dann die feindlichen Viecher alle angreifen kann. Naja. Nicht alle. Kommt da so ein Ravager, also so eine Hyäne, bist du am Arsch. Das ist nicht dein Ernst, dass du mir gefolgt bist, ne? Wer? Der Raptor. Siehst du, ich könnte zum Beispiel Raptoren Level 22 ziemlich easy töten. Wann hat das denn geschafft, mir zu folgen? Tja. Komm mal her. Ey, komm her. Komm ja schon. Nein, nicht du. Als ob du hören würdest, wenn ich sagen würde, komm her. So, also. Lass mich zuerst. Dräng es dir aber vor. Ladies first. Hallo, schon mal was. Ich nehme das Holz, ich nehme das Leder und wir, was brauchten wir noch? Fasern, ne? Hast du Fasern? Ach, scheiße, die habe ich mitgenommen. Müsste ich sogar vielleicht haben. Ey. Wenn die Fasern habe ich aus der Truhe genommen, weil ich dachte, ich mache damit Pfeile. Ja, du, wir haben sehr viele Fasern in allen möglichen Truhen.
Zuerst mich töten, Raptor, und dann abhauen, ne? Das sind mir die richtigen. Okay, Delphi, sowas aus deinem Mund. Sie ist Yanda Simulator Pro. So.